Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Whispered World. Ja, wir gucken mal nochmal in die Küche. Wir brauchen noch etwas von uns selbst. Und, wenn ich mich recht erinnere, hat er uns ja oft genug Hinweise gegeben, dieser gute Cedric. Der will ja immer auf alles spucken. Und die Kleidung ist spuckeabweisend und so weiter und so fort. Und jetzt noch etwas von mir selbst. Ja, richtig. Wahnsinn, es hat geklappt. Ich kann kochen. Jetzt zahlt es sich endlich aus, dass ich Opa nie über die Schulter gesehen habe. Ja, okay. Oh, ich habe was vergessen. Ah, endlich, der Essen. Wir müssen ja die Suppe auch noch hinstellen. Ich habe bereits einen neuen Koch gefunden. Ich hoffe für ihn, dass dieser hier eine bessere Schimmelsuppe zubereitet. Langsam gehen uns die Leute aus. Tut mir leid. Was soll denn das sein? Das ist doch keine Schimmelsuppe. Ist es denn wirklich zu viel verlangt, ein einziges Mal etwas Vernünftiges zu essen zu bekommen? Wenn sich dieser neue Koch nicht zusammenreißt, wird er schon sehr bald seinen Vorgängern Gesellschaft leisten. Auf dem Grund der Schlucht. Ja, ja. Dabbel nicht. Hol dir dein Essen doch einfach selber. Wir sind ja hier nicht im Edelrestaurant. Ich schütte sie erst einmal wieder zurück. Aufgegessen hat er auch nicht. Hey, ihr da. Bengels, die Suppe ist fertig. So. Dann nochmal. So, Screenwechsel, dann muss man da wieder von neuem. Genau. Bong. Jetzt aber. Ah, endlich, der Essenskomm. Barney hat wohl bereits einen neuen Koch gefunden. Ich hoffe für ihn, dass dieser hier eine bessere Schimmelsuppe zubereitet. Langsam gehen uns die Leute aus. Langsam gehen uns die Leute aus. Ah! Es geht doch nichts über den beißenden Gestank einer richtig zubereiteten Schimmelsuppe. Vielleicht habe ich die Exekution des Kochs ja doch zu früh angeordnet. Können wir uns da jetzt vorbeischleichen? Warte mal. Erstmal hier. Ja. Hier ist eigentlich Gruppe A. Ich hatte ganz vergessen, dass das zwei unterschiedliche Räume sind. Gruppe. Wo mir wieder auffällt, dass der Raum auf jeden Fall auch von Simone gezeichnet wurde. Ah. Auch sehr schön geworden. Die ganzen Details hinten in den Gläsern. Muss man hier nicht auch Feuer mit dem Feuer? Oh, man muss etwas ganz Böses in den. Oh, man muss was ganz Böses machen. Man muss da etwas reinwerfen. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Weißt das ist auf jeden Fall ein bisschen eklig. Es macht Quark. Ja, in unseren Spielen werden natürlich keine Tiere gequält. Nein, natürlich nicht. Sie grundsätzlich nur. Nicht. Und, es ist auch nicht so kochend halt heiß, irgendwie... es ist so ein schönes, warmes Bad. Und dabei fällt mir das Zitat von unserem zum Erscheinen des Spieles bereits Ex-Vizekanzlers ein. Wenn man einen Frosch in heißes Wasser wirft, dann springt er sofort wieder raus. Wenn man aber einen Frosch in kaltes Wasser wirft. Die Pausen gehören übrigens dazu, er macht so lange Pause. Und die Temperatur ganz langsam erhöht. Dann wird er atmen. Und nichts merken. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es zu Ende geht. Es gibt so eine wundervolle Version, wo diese Rede
mit Musik unterlegt ist. mit noch so ein bisschen Background-Chor und Bildern aus Disneys Küss den Frosch. Das ist wundervoll. Guckt das mal an. Fipsi und der Frosch. Sucht mal bitte auf YouTube nach Fipsi und der Frosch. Ich kann mir das immer wieder anhören und Tränen lachen. Tja, ach ja. Mann, schade um die FDP. Also, Fipsi und der Frosch. Einfach mal suchen. Ich mach das dann auch. Aber nicht jetzt, geht ja nicht. So. Oh, da fallen mir auch viele Sachen ein. Und zwar das ach, grandiose Karate Kid Rätsel, das sich Bade hat einfallen lassen. das halt irgendwie nicht so richtig in der optischen Umsetzung da stattfindet. Ey, darf ich es jetzt überhaupt schon spoilern? Wahrscheinlich ist es noch weit entfernt, aber ich finde es gut, wie sich dieser Raum über das Kapitel hinweg halt immer so ein bisschen verändert, dass man halt am Anfang gar nicht so richtig oder später gar nicht so richtig rein darf, weil da halt jemand schläft. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, das ist ewig her. Also auf jeden Fall gab es dieses Karate-Kid-Rätsel von diesem Film von 1960. Genau. Wo man halt mit Stäbchen. Jetzt hört mal weg, wenn ihr das Rätsel noch alleine lösen wollt. Schaltet mal aus hier. So, sind alle weg? Okay, jetzt erstmal der Gong. Gong! Also das Rätsel ist natürlich, dass Sedgwick mit Stäbchen eine Fliege fangen muss. So, jetzt seid ihr wieder da. Und vielleicht können wir einen Tipp geben, das ist Glück mit Anfänger. Ja. Glück mit Anfänger. Ja, aber das waren schon spannende Sachen. Und ich finde natürlich sensationell, finde ich, Krupa. Dieses Pelzvieh, mit dem wir halt auch ziemlich heftig umspringen. Ja, Krupa. Du weißt noch, am Anfang gab es auch noch Bubba. Krupa und Bubba waren ja eigentlich auch Brüder, die ach, in einem... Nicht. Nee, das sehe ich nicht mehr. Nee, die waren irgendwie... man kommt eventuell aus dieser Schlucht dann irgendwann dann auch mal raus, aber ich will es ja nicht verraten, vielleicht vegetiert man dahin irgendwie in dem Spiel noch da in der Schlucht. Auf jeden Fall lebten die beiden eigentlich in einem riesigen Kopf einer Statue. Ey, davon weiß ich gar nichts mehr. Ja, ich hab's aber auch nur noch so ganz schemenhaft. Aber es gab auch noch Bubba. Es gab auch noch Bubba, Krupa und Bubba. Vielleicht wird Bubba irgendwann wiederkommen. Krass. Ja. Oh, er ist fertig. Was für eine grausige Erscheinung. Wie bin ich bloß hier reingeraten? Vergiss es, Sedgwick. Einfach nur ganz ruhig verhalten. Ganz ruhig. Vergiss es, Sedgwick. Einfach nur ganz ruhig verhalten. Ganz ruhig. Der bleibt einfach stehen? Okay. Ich wusste nicht, dass das zeitlich begrenzt ist. Also, deine Essenszeit. Aber wir können ihn ja nochmal zum Essen schicken, oder? Ja, mal schon, oder? Komm schon. Wenn er den Teller nicht mitnimmt. Okay. Ach, warte mal, wir haben ja gar kein Seil mehr. Oh nein. Nein, fest verschlossen. Ja, warte mal. Fenster. Gucken. Wir haben ja auch gar keinen Schlüssel. Oh. Oh nein. Spot, ich hol dich da raus. Ich weiß noch nicht wie, aber keine Sorge, mir fällt schon noch was ein. Oh. Nein. Ah. Das lief ja gut. Komm, Spot, benutz das Mauseloch. Nichts wie raus da. Spot. Okay, das ging doch einfacher als gedacht.
Hotspot. Oh, der ist ja toll. Das hat Spot wirklich mal gut hinbekommen. Ich bin richtig stolz auf ihn. Komm, Spot, ich will hier weg. Ja, dann, warte mal. Haben wir da schon... Mal kurz reingucken. Ah, warte mal, nee, da ist ja noch ein Rätsel drin, glaube ich, mit dem Tafeln und so. Machen wir mal lieber nicht. Da ist ja noch ein Rätsel drin. Ja, ich glaube, hier können wir uns das mal anhören. Ja, hier müssen wir erstmal was anderes erzählen zu dem Screen. Der muss einiges zu erzählen. Ja, der war so ähnlich wie der eine Screen aus dem zweiten Kapitel. Er war auch wieder riesig, gewaltig groß. Aber leider ist er nicht so ganz, hat er nicht so ganz hingehauen. Wir wollten zuerst ein riesiges Labyrinth schaffen. Wir wollten von einem Raum zum anderen Raum und hin und her. Also ich weiß nicht, ich fand, das hat eigentlich im Spiel sehr viel Spaß gemacht. Also ich fand es cool, dass wir es gemacht haben. Was halt ein bisschen nicht in der, in der Optik des Raumes halt mitgespielt hat, ist ein Rätsel, das ich Bade nachträglich oder hier während der Produktion des Screens halt hat einfallen lassen. Und zwar das Rätsel um den drehenden Raum. Der drehende Raum, ja. Oder die drehenden Räume. Es sind halt mehrere Räume, die sich halt irgendwie immer drehen, wenn man... Stellrädern halt in diesem Kapitel dreht. Und dann verändert sich die Anordnung der Räume. Nein. Hören wir später an. Hören wir später an. Ich dachte, die spoilern jetzt nicht, aber doch, die spoilern trotzdem. Ach, Stellräder und Räume verändern. So viel habe ich mitgenommen, das ist super doof. Wollte eigentlich gar nichts mitnehmen. So, können wir dem Koch jetzt erzählen, wie toll das gelaufen ist? Ach, vielleicht können wir den Koch auch einheizen in seiner Rüstung. So. Hey, hier unten spielt die Musik. Ach, du bist nur wieder. Bis später. Okay. Bitte bleib mir vom Leib. Vergiss das nicht, du hast mich nie gesehen. Okay. Aber... Autsch! Hey, lass das! Autsch! Hey, lass das! Schade. Ich dachte, wir können den... Warte mal. Los, Spot, du trägst den Hammer. Was bist du nur für ein Waschlappen? Okay. Hey, Spot, kommt dir an dieser Wand auch irgendetwas seltsam vor? Magst du pushen mit Karo-Muster? Du hörst mir gar nicht zu, richtig? Okay, also das hat uns mir nicht wirklich weitergeholfen. Spot braucht keine Rüstung. Er ist auch so schon robust genug. Ja, allerdings. Oh, warte mal. Wir haben ja noch was anderes da drin. Spot würde ja auch eine gute Trophäe abgeben. Ja. Sonst haben wir nur... Ja, okay. Dann haben wir nur Wand und... ja, okay. Gut, dann wieder nach unten. Dann gehen wir nach da. Kann Spot uns hier weiterhelfen vielleicht? Früher wollte ich Spot beibringen, Schlösser zu knacken. Aber er ist einfach zu dumm dafür. Ja... Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft es Spot erst recht nicht. Er ist viel kleiner und schwächer. Aber man kann ihn hochwerfen. Überhaupt. Man kann ihn aber hochwerfen. Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft es Spot erst recht ja, nicht. Ja, er ist ja. viel kleiner und schwächer und überhaupt. Man kann ihn aber hochwerfen, wie gesagt. Das ist nur zum Anzeigen da. Die Anzeige ist leer. Hm.
Ein Schloss blockiert das Ventilrad. Nein, hier fehlt lediglich der Schlüssel, nichts weiter. Trotzdem, ein Schlüssel. Dann gehen wir mal nochmal zu diesem Typen in den Essraum. Oh, ja, wie praktisch. Hab ihn und jetzt nichts wie raus hier. Ja, für was gehört jetzt dieser Schlüssel? Hauptschlüssel. Wir versuchen es mal. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Schlüssel eigentlich für was anderes gehört. Oh, er passt. Die Anzeige steht bei der ersten Markierung. Ja. Nicht nötig, es ist bereits voll aufgedreht. Okay, warte mal. Wo kommen wir jetzt raus? Nur mal so. Hier. Da wieder da oben. Ja. Hat sich also nichts verändert. So viel zu dem Thema. Okay. Gut. Dieser Schlüssel passt wahrscheinlich auch für die andere Türe. Und zwar für die da hinten. Passt. Okay. Ich glaube, dafür benötigt man eine Art Schlegel. Uiuiui. Ah. Ja, dann. Huch. Okay. Jetzt sind wir ganz woanders. Oh. Dies ist die hässlichere von den beiden Trophäen. Ich muss meine Meinung revidieren. Diese Trophäe hier ist doch hässlicher als die andere. Ach, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Sie sind beide hässlich. Können wir denn hier nichts machen? Beinahe gemütlich, wenn nicht jeden Augenblick ein Askil auftauchen könnte, um mich hineinzuwerfen. Ein Schloss blockiert das Ventilrad. Ah. Das kennen wir ja schon. Können wir irgendwas mit dem Kamin noch anfangen? Leer. Okay. Noch einer von diesen merkwürdigen Geheimgang-Gongs. Okay. Dann gehen wir erstmal da rein. Ach, hier bin ich. Ich lasse die Tür lieber angelehnt, sonst muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ah. Achso, ach warte mal. Wo kommen wir denn dann jetzt hier hin? Und da? Okay, das hat sich also nicht verändert. Und hier? Und da? Okay. Gut. Da werden wir aber so auch irgendwie von alleine drauf gestoßen. Also es ist jetzt nicht so schlimm, dass die jetzt da ein bisschen gespoilert haben. Okay. Gong.
Nein, 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 nein. Das hat nichts gebracht. Oh Gott. Okay. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Dankeschön fürs Zugucken. Ciao.